Schönen guten Tag alle zusammen. Wir sind hier mit Rockstar TV, mit Florian. Mein Name ist Neil und ich stelle euch jetzt mal Grape Bikes vor. Grape ist eine relativ junge Firma. Wir sind erst seit 4 bis 5 Jahren auf dem Markt. Wir haben ein Speed Pedelec Modell gemacht, das wir an unsere Hypercar-Owners verkaufen. Und dieses Jahr, vor knapp 2 Monaten, haben wir unser neues G6 Modell gelauncht. Wir haben genau 3 Modelle, den 6.1, 6.2 und 6.3er. Und 2 von denen könnt ihr mal hier sehen. Der 6.2er auf meiner rechten Seite und der 6.1er auf meiner linken Seite. Den 6.3er haben wir nicht dabei. Den muss man erstmal registrieren, um in Deutschland zu fahren. Aber der geht wirklich ab, bis 45 km/h. Grape ist die Tochterfirma von Rimac. Rimac macht die schnellsten elektrischen Fahrzeuge auf der ganzen Welt mit 1900 PS. Von 0 bis 100 in knapp 2 Sekunden. Rimac wurde jetzt auch von Porsche unterstützt. Also Porsche AG hat 10% in der Firma gekauft, wie auch jetzt vor kurzem Hyundai und Kia Motors. Wir haben eine ganz gute Zusammenarbeit und wir als Grape arbeiten auch eng zusammen mit Rimac Automobili. Darum haben wir auch unsere Batterie in die Mitte gestellt vom Fahrrad, weil wir möchten den Leuten zeigen, dass wir genau wissen, was wir mit Batterien machen und dass wir uns mit der Technik von den Batterien auch gut auskennen. Rimac wird sich jetzt auch im EV-Markt etablieren. Mit der neuen Technologie, mit den neuen Batterien und mit der neuen Zusammenarbeit mit Kia, Hyundai und Porsche wird das alles ganz möglich. Und wir als Grape, wir sind die Tochterfirma und wir machen Mountainbikes. Wie gesagt, wir haben unsere 3 Modelle jetzt vor knapp 2 Monaten gelauncht und jetzt sind wir hier in Villingen und stellen die ein bisschen dem deutschen Markt vor. Wir haben gute Reviews bekommen bis jetzt und wir möchten auch die Bikes ein bisschen hier in Villingen testen. Bei den Trails, Downhill, Uphill und so weiter. Jetzt ein bisschen mal zu den Bikes. Also auf meiner rechten Seite, das 6.2 Modell, ist eigentlich sehr ähnlich wie das 6.1 und 6.3 Modell, hat die gleichen Komponenten, eine 100% Carbon Rahme, 700 Wattstunden Batterie, einen 260 Watt MPF Motor, der 90 Newtonmeter Drehmoment hat, mit RockShox vorne und hinten, mit Cura Formel 1 Bremsen, mit SRAM EX1 Schaltung, mit DT Swiss Felgen und mit Schwalbe Reifen. Also Top of the Line Komponente haben wir schon aufs Bike draufgepackt, auf jedes. Es gibt nur klar ein paar kleine Unterschiede zwischen den Bikes. Zum Beispiel hier sind Blackjack Felgen, hier sind DT Swiss, der 6.3er hat Crank Brothers und so weiter. Nur ein paar Kleinigkeiten. Die größte ist natürlich die 2 Modelle, die gehen bis 25 km/h. Der 6.3er, der geht bis 45 km/h. So, das war Grape Bikes. Und was kann man noch da großartig zu sagen? Irgendwie halt Datenvolumen bis 2022 frei und offen verfügbar. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus hier mit dem Mikrofon in der Hand. Nein, würdest du uns das Bier öffnen? Ja, natürlich. Das ist super, weil wir trinken jetzt hier wirklich Bier. Wir fangen an, Bier zu trinken an, auch wenn wir hier oben auf dem Berg sind, weil Biken, Bier und Barbecue. Natürlich. Ich glaube, das bei euch ist das auch so, ne? Ja, natürlich. Ja, gut. Wir sagen dann Prost, einen schönen Tag noch euch. Tschüss. Ciao.